Einen leider nicht ganz so fabelhaften Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Little Nightmares 2. Beim letzten Mal, ihr wisst Bescheid, falls ihr die Folge gesehen habt überhaupt, ich verlinke sie euch oben rechts auf dem i. Würde ich sagen, sind wir eigentlich in ein Haus eingebrochen? Und ja, der Typ, dem das Haus gehört, der fand das nicht so toll. Und so wie es aussieht, jagt er uns jetzt. Oh, Kamera. Dankeschön. Ich bin da nicht. Das ist bisher die schlimmste Chasing-Sequenz von allen. Vor allen Dingen, why is er so out of focus? Okay, ich glaube, er leuchtet nochmal her. Bitte, bitte mach doch einfach. Come on. Duck dich doch. Hallo? Ja, toll. Ah, okay, hier unten geht's weiter. Bin ich tot? Du siehst uns nicht, komm. Wir wissen es beide, dass du uns nicht siehst. Hä, aber wie soll ich denn das dann machen? Muss ich da schnell sein oder muss ich schleichen, wenn er wegguckt? Ich glaube, wir müssen es richtig austreiben, bis zum Ende hierhin. Und dann, nachdem er geguckt hat, hinschleichen? Nein, er sieht uns. Doch, es ist Schleichen. Weg hier. Er kann doch das Safe mit seiner Waffe reinhalten. Ja, kann er. Ich wusste es. Da kommt nochmal was und ich werde mich total erschrecken. Er wartet doch an der anderen Seite. Nein, das kommt nichts mehr. Wir sind doch safe nicht entkommen. Komm mit, Hansi. Haben wir ihn Hansi genannt? Der Sprung ist nicht machbar, da runterklettern kann ich auch nicht. Was sagst du dazu, Hansi? Hey! Okay. Was schlägst du vor? Wir beraten uns mal. Aha. Okay, wir sind uns einig, wir haben beide keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Da hoch. Nö. Ist hier hinten irgendwas? Ein Stein. Kann ich nicht nehmen. Ah, ich mag das Laub nicht so. Kann ich hier hoch? Hier vielleicht so eine Wurzel mitnehmen? Auch nicht. Okay, wir sind schon wieder an dem Punkt, an dem ich keine Ahnung habe, wie es weitergeht. Was ist das hier? Kann ich das halten? Ich kann das halten. Und jetzt ziehe ich die Brücke hoch. Hey. Hey. Ja, genau. Das funktioniert direkt beim ersten Versuch. Als ob.
Oh mein Gott, das sieht des Todes knapp aus. Okay, ja. Danke. Hansi. Da hinten ist er. Des Jahrtausends. Lauf um dein Leben. Oh mein Gott, ein Glück habe ich mich gehalten. Ich habe nämlich die Hand gesehen. Ha! Bitte hör doch auf, Mann. Ich will einen Preis ausschreiben, wenn das gut geht. Ja, aber wir können nicht ewig vor ihm wegrennen. Müssen wir auch nicht, weil wir da runterschwimmen. Wir heiden uns hier. Was ist das denn? Nee, wir warten. Ja, wir warten. Und er leuchtet. Wenn er leuchtet, muss ich untertauchen. Klar. Ich bin mir sicher, ich kann bei so einer Sequenz auch ertrinken. I am dead, da da di da da. Nein! Mann! Mann, darf ich. Nimm erst seit 7 Minuten auf, ernsthaft? Stressfaktor ist aber schon wieder so weit oben. Wo bin ich? Hansi läuft da einfach lang, als wäre es nichts. Ducken. Okay. Wie sieht er mich denn? Ey, das ist... Ich tauche da komplett durch. Ist mir egal. Ich tauche da komplett durch. Letzter Versuch. Wenn ich es nicht schaffe, schnippe ich euch. Ducken. Lieber zu früh als zu spät. Okay, was muss ich tun? Okay, gehen wir hoch. Du sagst mir Bescheid, Hansi. Das ist die schlechteste Idee, die du je hattest. Tauchen. Einfach durch, als wäre es nichts. Okay, wir lassen ihn weiterziehen. Oh mein Gott, das ist 10-mal stressiger als Little Nightmares 1. Und ich find's gut. Guck mal, ein Vogel. Hallo. Sag mal, hast du es jetzt dann auch mal? Können wir nicht einfach hier 10 Stunden warten? Irgendwann wird er doch nach Hause gehen, oder nicht? Diese Kisten sind mir so unsicher. Und legit, ich sag das nur einmal. Lauf um dein Leben. Mono. Tür zu. Was soll ich tun? Nicht dein Ernst. Das ist das große Feature des Spiels.
Ich stehe bei weitem hinter diesen Taten. Über diesen Taten. Ich identifiziere mich nicht mit so etwas. Immerhin sieht man das nicht. Ist schon mal gut. Ey, die Musik, alles tot gerade. Einfach komplett leise. Ich rede jetzt auch ein bisschen. Also ich würde sagen, überlebt? Sieht anders da aus. Aber immerhin können wir jetzt ganz entspannt weitergehen. Weil die... Ich will gar nicht darüber... Nee, wir denken nicht an sowas. Er ist ganz sicher tot. Zombies ist ja nicht das erste Skurrilste in dem Spiel. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Early in the morning. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Early in the morning. Ja gut, also early in the morning weiß ich jetzt nicht. Es ist zumindest noch sehr neblig. Ich sehe nicht, was uns erwartet. Das macht mir so wie immer Sorgen. Aber das Wasser, also nicht vorne, sondern so ein bisschen. Ich kann mit der Maus, glaube ich, zeigen. Ich habe keine Maus in der Sequenz. Schön. Direkt da hinten. So in die Richtung ist das Wasser so richtig schön türkis. Da würde ich schwimmen gehen. Also nicht in der Umgebung und nicht, wenn da Fernseher drinne liegen. Fernseher sind auch so eine Sache. Die haben das Spiel irgendwie so richtig angeteased. Ich habe den Trailer gar nicht geguckt. Ich bin perfekt informiert. Im Übrigen, ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber ich habe wieder bessere Einstellungen, was die Aufnahme angeht. Es sollte alles jetzt flüssiger und noch besser aussehen als vorher. Ich hoffe, euch fällt das auf. Wenn ja, zeigt das doch gerne mal mit einer positiven Bewertung, dass ich weiß, oder... Nein, keine positive Bewertung, nur wenn ihr das Video gut findet. Schreibt mal in die Kommentare, ob es euch auffällt, dass die Qualität besser ist, oder ob die Qualität allgemein immer gut ist, oder ob sie schlechter geworden ist. Ich kenne keine Seemannslieder mehr. Ich sehe auch nichts. Was gibt's denn für Seemannslieder? So weit die See und der Wind uns dreht, Segel hoch, volle Fahrt, Santiano. Ach du meine Güte. Jetzt sag nicht, ist das eine City? Oder ist das ein Dorf? Ich glaube, es ist kein Dorf, es sind Hochhäuser, es ist schon eine Stadt. Okay. Das ist New York im Jahre 2370. Ein bisschen heruntergekommen, aber das soll so. Und die Musik ist total laut. Können wir mal bitte darüber reden, dass die Musik einfach viel zu laut ist? Dankeschön. Aber wir driven da schön hin. Ah. Das wäre eigentlich der Folgenschluss gewesen. Aber wobei, wir haben jetzt wahrscheinlich sind eben wieder die einzelnen Bosse, die einzelnen Kapitel. Deswegen haben wir jetzt ein Kapitel hinter uns. Und ich würde sagen, ein Kapitel, zwei Videos ist schon okay. Aber wir können jetzt auch schon direkt weitermachen. Die Wellen, kann ich schwimmen? Ich kann safe nicht schwimmen, wir gehen einfach weiter. Was? Errungenschaft freigeschaltet. 26. Erstmal eine Anspielung an den ersten Teil wegen Six. Da haben wir Six gespielt. Das Mädchen, das neunjährige Mädchen im grauen Mantel. Da ist... Was bist du? Wo? Oh. Okay. Einfach so eine geglitschte Figur. Normal. Ich gehe einfach mal weiter. Ich glaube nicht, dass das so viele Open-World-Aspekte hat, dass ich Loot rumzuhaffen. Errungenschaft freigeschaltet, Jäger und Sammler. Wie viele Errungenschaften gibt es hier? Ja. Das halt, wenn man für einen falschen Fußballverein ist. Ey, dieser Vogel. Wobei, das sind nur Klamotten. Alles gut. Können wir straight up nach da hinten laufen einfach? Da hinten ist dann der Endboss fertig. Da ist ein riesen Graben in der Stadt. Kann passieren. Also ist nichts Abwegiges. In den Asterix und Obelix Comic gab es ja auch was. Das hieß der große Graben. Also so unnormal ist das nicht. Kann ich hier rein? Ja, perfekt, weil die Türen sind alle. Einmal ein Saloon, ist das Friseur oder ist das was zum Essen? Warum sind hier keine Leute? Das ist die eigentliche Frage. Also ich finde es ja gut, wenn niemand da ist, aber... Ja, weiß ich jetzt. Und Fernseher sind die große Erneuerung des Spiels, okay.
Diesmal haben wir nicht mehr das Auge, was unten links oder unten rechts bei euch speichert. Diesmal haben wir halt Fernseher als Gimmick. Ah, hier muss uns Hansi wieder hochwerfen. Ja. Was jetzt? Will ich hier hin überhaupt? Da ist ein TV. Ich gehe bestimmt nicht in diesen Fernseher rein. Ich kriege doch safe einen Strom. Loslassen? Nee, muss ich nicht. Weil da hoch wäre ich auch so gekommen. Mach die Augen zu. Ich muss mir das anschauen, was jetzt passiert. Auf keinen Fall mach die Augen zu. Hi. Ein Stock tiefer. Aber das ist okay. Ich sag's euch, er hält uns jetzt wieder die Hand hin, dass wir da rüberhüpfen können. Wetten? Wetten? Das ist so der... Ja, ist das ganze Spiel in diesem Zweispielermodus? Also halt... Co-op-like aufgebaut? Oder ist es mehr so... Ja, ist jetzt halt kurz dabei und am Schluss, weiß ich nicht, stirbt. Hast du hier was Besonderes gefunden, Hansi? Hast du... jemanden aufgespürt? Und wie doof kann man sein hier eigentlich rund? Qualitätscontent, Leute. Dafür habt ihr abonniert. Ich hoffe schwer, ihr habt abonniert. Ihr wollt ja schließlich keine neuen Folgen verpassen. Denn... Hä? Denn, das wird mega spannend, ich sag's euch. Bisher bestes Game, wo ich kenne. Wichtig, dass ich sag, wo ich kenne und nicht, dass ich kenne. Weil, Deutsch halt, ja. Ihr wisst Bescheid. Was muss ich sagen? Es steht safe irgendwo auf einem Zettel hier. Glocke aktivieren, damit ihr keine neuen Folgen mehr verpasst. Wobei, das müsst ihr selber entscheiden. Die Glocke bringt mir gar nichts. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass halt ein neues Video da ist. Dann kriegt ihr da oben so eine Benachrichtigung. Beziehungsweise auf eurem Handy. Wenn ihr es auf dem PC schaut, bringt euch das nur bedingt was. Naja. Ich weiß gar nicht, die meisten gucken ja sowieso auf dem Handy. Ihr seid volle Weirdos. Hier, schön. Auf dem 4K-Monitor. So wie ich. Lass mal was essen. Oh, ey, das saugt uns richtig aus. Seht ihr das? Komm her, bau nicht weiter. Ist ein langer Flur. Das ist der wahrscheinlich vom Anfang, als wir das Game gestartet haben. Ich soll das gerade halten. Es ist schwerer, als es aussieht. Wurden wir gerade in den Fernseher gesaugt? Luigi's Mansion 3? Wir sind in diesem langen Gang. Schaut mal, wir flackern so leicht. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Aufnahme seht. Wir sind... Das ist alles in Zeitlupe. Wow, okay. Was war das? Ist die Tür unser Ziel? Warum hat Hansi uns hier rausgeholt? Der Teil spielt ja vor Little Nightmares 1. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir vielleicht die Lady oder so sehen. So am Schluss so als so mäßig so, ah, guck mal, hallo. Darum kann ich das ziehen? Ja, das sieht so aus. Okay, also ich glaube, ah, da geht's weiter. Ich glaube, in diesen Hintergrund laufen ist nicht. Oh, ein Spielplatz.
Oh, ein Kindergarten. Oh, da sind Leute ausgebrochen. Komm, wir wippen. Hansi, komm mal mit. So wippt man nicht. Na. Lass uns mal in den Kindergarten, oder ist das schon eine Schule? Ich weiß es nicht. Wobei, wenn die Leute hier ausbrechen, könnte es auch ein Internat sein. Ich kenne das ja. Ich bin nie irgendwie durch Laken am Fenster ausgebrochen. Muss mich ja korrekt. Vielleicht solltest du dich festhalten und nicht dein Mikrofon einstellen. Ist schon ein bisschen blöd, oder? Ach ja, ja, ich weiß schon. Ich schieße ein Tor. Nein? Ich will ein Tor schießen. Ich gehe erst, wenn ich ein Tor habe. Oh, oh. Er steht im Tor. Komm, komm, komm. Nein, er steht nicht im Tor. Er steht nicht im Tor. Was ist mit ihm? Los. Du musst den Ball halten. Passe Fußball über alles. Ich weiß nicht, aber Fußball ist so ein Hype-Spiel. Und ihr kennt mich ja. Ich bin kein Mensch, der den Hype lebt. Ja, klar. Ja, genau. Tor! 1:0 für weiß ich nicht wen. Für den Typen mit dem coolen Hut. Vielleicht gibt's da gibt's auch safe für ein Achievement, nicht? Wenn man den Ball auch vielleicht da durchkicken würde. Ach komm, wir gehen weiter. Komm mit, Hansi. Der Dude ist weird. Der Ball auch. Irgendein Foto. Ah, die Ferien haben gerade angefangen. Da brennen schon wieder Schulbücher. Warum wird man durch diese beobachtet? Ich lasse das Licht eindeutig an. Wenn du schon in einem Horrorgame die Wahl hast, ob das Licht an ist oder aus, ist ja klar, was du tust. Es ist ein Internat, okay. So sah das bei uns auch aus, nur dass es nicht 4 Betten waren, sondern 2. Und es war trotzdem. Da oben ist eine Kiste mit einer Säge drin. Hochkant. Das ist eine Puppe, die durchbohrt ist. Kann passieren. Also wenn man da nicht hoch kann, dann schlechtes Gameplay. Save das Glas? Nee. Ja, Zerstörung! Woo! Was? Hansi? Eine Dose mitgenommen, wofür? Ihr müsst jetzt erstmal hier dieses Bild irgendwie runterkriegen. Der hängt an seiner Dose. Ist okay. Wofür hast du die Dose? Hallo? Kaputt Draconis. Nein? Soll mir das irgendwas sagen, dass Hansi eine Dose in der Hand hält? Soll ich jetzt auch was in die Hand nehmen? Vielleicht müssen wir so eine Keycard dabei haben. Warum denn auch nicht? Ich habe auch eine Dose. Wie die Dosenbrüder. Komm mit.
Fällt dir das hier so gut? Muss ich das dran werfen? Wow, aber come on, das ist doch... Ah, guck mal. Und hier war der eine Schüler, den niemand mochte. Dave, man kann wieder hier irgendwann irgendeine Säge mitnehmen oder so. Das ist ein großer Bereich. Okay. Cool, cool gemacht, dass wir da so zu zweit drauf springen müssen. Komm mit. Hansi ist echt schlau. Dafür, dass er vom Spiel ist. Also halt, dass er eine... Dass er halt ein NPC ist. Oh, Wetten, da oben wäre was gewesen. Wir haben schon lange keinen Hut mehr bekommen. Mit Lüftungsschächten kennen wir uns ja mittlerweile aus. Würde ich sagen. Aber nun gut, wir sind auch schon bald am Ende der Folge, kaum zu glauben. Ah ne, halt, ich habe ja wieder ein bisschen... Gehen wir nicht hin. Oh, guck mal. Eine Ente. Doch, eine Ente. Weil ich hatte einen Ball. Bitte was? Wie random soll das Spiel sein? Das Spiel, ja. Ich sehe es, hier ist die Lade weiter oben. Da liegt wieder eine Puppe. Oh, eine Porzellanpuppe. Oh, das war safe teuer. Da war ein Kind. Ich bin dein Freund. Hallo. Okay, er springt auch drüber. OMG, hängt da Zeugs. Will ich hier rein? Das ist des Todes weird, hä? Da ist ein Dude, hallo! Ach du meine Güte. Ach du meine Güte! Hä? Was ist das denn? Ja, wir spawnen wieder hier. Ah, ne, das ist okay. Wir machen jetzt den Sprung. Ich will damit jetzt das aktivieren. Geht nicht, okay. Oh, das sieht immer so ultra knapp aus. Hey, wie komme ich denn da? Da fliegt doch ein Oh. Okay, aber das war offensichtlich, weil wir mussten hier rechts weiter und da kommen wir sonst nicht hoch. Jetzt hat irgendein random Dings ausgelöst. Wie unfair war das denn? Aber du hast es halt gesehen, weil der Tisch da so eingedellt war. Mir hat jemand gemalt. Können wir auch malen? Ey, die Musik ist auch richtig verwirrend. Ich habe ja durch die Deluxe-Version Zugriff auf die ganze Musik. Die hier klingt echt weird. Guck, jetzt vorsichtshalber immer nach... Einfach immer so nach vorne und nach oben. Ein Hammer. Zwei Sachen. Könnt ihr mal Hansi in Ruhe lassen? Und als ich sagte, da liegt eine Puppe tot. Welche Richtung entwickelt sich dieses Game denn bitte?
Hau dich. Kann ich doch nicht. Okay, ich kann ihn nicht mit dem Hammer hauen, oder? Oder habe ich ihn verfehlt? Auf jeden Fall keinen Bock dazu. Ey, das Video wird doch demonetarisiert. Hinter dir. Nee, wird es nicht. Sind nur Puppen. Aus Porzellan. Wie schlau bist du? Case da mal aus der Ecke, ja. Ist das ein Frosch? Safe, das hier ist der Biologieraum. Wird doch schwer. Ich hoffe nicht, dass er dieses Tier gequält. Und dann mal hoch, Mann. Ich würde sagen, aber wie es hier rechts weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Schaltet auf jeden Fall ein in diesem Horror-Grusel-Internat. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, positive Bewertung, Abo, Glocke, wie auch immer. Ich will hier weg.